Naja, jeden Tag gibt es viele neue Nachrichten, die die Welt schockieren und auch bewegen. Das Neueste ist natürlich, dass der Streit zwischen den beiden immer schmutziger wird und dass es sich vor allem um die 6 Kinder des Paares dreht. Es geht nicht viel um Geld und um Häuser. Der Streit fokussiert sich ausschließlich eigentlich um das Sorgerecht. Wer bekommt die Kinder und wann? In Kanada. Sie sind mit ihren Kindern George und Charlotte auf Auslandsreise gewesen. Es war die erste Auslandsreise der Familie und in Kanada gab es auch gleich den modischen Showdown zwischen Herzogin Kate und der First Lady Kanadas. Die schönsten Fotos und den modischen Vergleich gibt es diese Woche in Bunte. Unter anderem eine sehr spannende Geschichte über Franz Beckenbauer, der sich nach seiner schweren Herz-OP ein Wochenende in Salzburg bei seiner Familie erholt hat. Am meisten bewegt hat mich ein Interview mit Wilhelmine Heisig. Wilhelmine Heisig ist die Mutter von Liz Taylors deutscher Adoptivtochter. Das Mädchen wurde mit dem Namen Petra in Augsburg geboren und kurz danach von Liz Taylor adoptiert. Mariah Burton lebt in Amerika und hat ihre leibliche Mutter noch nie gesehen. Die Mutter, Wilhelmine Heisig, spricht zum ersten Mal ausführlich in Bunte. Voller spannender Geschichten und den besten Fotos der Woche. Viel Spaß beim Lesen.